So, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Stream mit mir, Aldur, aka Papa Schlumpf. Ich begrüße euch. Civilization 5. Ja, wir sind schon weit gekommen und wir wollen noch mehr. Oh. Und dann wollen wir unser Spiel laden. Ich habe schon ein paar mehr gespielt. Aber wir haben ja unser Stream noch. So. Mehr gespielt. Aber wir haben ja unser Stream noch. Und mal einmal kurz reingehört. So. Die Shoshanen sind wieder da. Hallo, Miss Carter. Schön, dass du gleich kommst. Das ist gut. Bin ich froh drüber. Oh, wo waren wir stehen geblieben? Das ist schon wieder ein paar Tage her. Das war von den Zulu? Ach, die hatten wir zugebaut, genau. Haben wir ja schon ein paar Städte hingekriegt hier. Gut, dass ich immer bis zum Ende der Runde mache. Kontakte hatten wir auch schon. Vorherbestimmt. Ah, schön. So. Genau, mit Polen waren wir freundlich gestimmt. Mit Russland auch. Mit Russland waren wir sogar schon. Ja, genau, sind wir sogar schon gegen jemanden vorgegangen. So, dann machen wir eine neue Forschung rein. Erstmal Kompass. Erstmal die alten Forschungen durch. Und dann. Wie weit haben wir ihn erkundet? Hier hinten rum. Hier hinten rum alles erkundet. Hier oben rum ist gar nicht mehr so viel zum Erkunden. Aber da ist Barbarenlager. So. Die bleiben da auf Bereitschaft. Die bleiben da auf Bereitschaft. Die habe ich, glaube ich, gerade erst hochgewertet. So. Тебе понравится, если я предложу такой обмен? Eine Freundschaftserklärung. Ja, Russland. Ja, Katharina, natürlich. Machen wir wohl. Bringt uns am Anfang noch einiges. Bisschen Absicherung, gerade weil sie bei uns auch in der Nähe sind. Nur wird da alles kommen wird. Das muss ich jetzt noch mal gucken. Der Quetzal wird kommen. Der grüne Vogel wird kommen. Der Akantenal wird kommen. Die Iza wird kommen. Werden kommen. Ja, gut. Das sind dann da ein paar einige. Also, das ist. Ich hoffe, die mögen uns alle und wollen mit uns Party machen. So. Ich finde das schön.
Man greift an, man kriegt nichts ab. Ach, da waren wir bei Ästhetik, ne? Ja. Ja, das nehmen wir doch sofort. Ein goldenes Zeitalter beginnen. Das bringt einiges. Das ist sehr schön. So, dann Produktion. Wir brauchen... Geld brauchen wir gar nicht so sein. Wir sind voll im Plus. Erstmal die Schmiede. Ach, das ist unsere Hauptstadt. Na, erstmal die Hagia Sophia. Genau, das waren ja unsere ersten drei. Das ist unsere vierte. Das sind die, die wir eingenommen haben, ne? Ja, genau. Jetzt komme ich auch wieder klar. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, da wieder reinzukommen. Ich habe... Offline habe ich auch noch ein neues angefangen gehabt. Habe das auch durchgespielt. Um nochmal zu gucken, was muss ich euch noch erklären, was muss ich euch nicht erklären. Was will ich noch erklären? Was will ich vielleicht nochmal erklären? So, hab das wirklich bis zum Ende durchgespielt. In der Zeit jetzt. Und hab dann gestern noch ein neues angefangen. So ein bisschen aus Spaß nochmal wieder. Ja, und wenn man da so drei oder vier Spielstände im Hinterkopf hat, dann muss man natürlich wirklich erst wieder reinkommen. Ach, da unten ist auch eins. Ja, das nehmen wir dann wohl auch auseinander. Du kommst dann dahin. Du kommst jetzt erstmal dahin. Nächste Runde. Nächste Runde wird, glaube ich, werden wieder, glaube ich, ein, zwei Sachen fertig. Kann man dann wieder schön drauf bauen. Ja, die kümmern sich selber um die Barbaren. Französischer Siedler, die soll da bloß wegbleiben. Ey. Das war einiges. So, ein bisschen was ist fertig geworden. So. Wollen wir da doch, glaube ich, erstmal das Kolosseum, um die Zufriedenheit ein bisschen zu steigern. Zufriedenheit haben wir noch nicht ganz so viel, also... Da sollte man noch ein bisschen Steigerung haben. Plus 2. Ja, aber auch wegen den besetzten Städten und so. Ja, gut. Oh, mein Gott. Passiert. So, du gehst jetzt erstmal dahin. Und dann die nächste Runde. Für Salz. Gold und Gold pro Runde ist immer gut. Auch noch 7. Am Anfang sehr gut. Schön. Immer. Lassen wir uns von den Polen jetzt erstmal bezahlen. Ihr finanziert unser Herr. Dann geben wir euch auch Salz. So, Stadtverbindung. Ja. Stadtverbindung, ganz wichtig, ja. So. Barbaren erledigt. Barbaren in der Nähe getötet. Wieder mehr Einfluss bekommen. So, sehr gut. Oh, jetzt decke ich da mal ein bisschen auf.
So. Das waren die Eingenommenen. Die haben ja noch gar nichts. Die kriegen erstmal ein Monument. Na, Marc, du kriegst. Geh mal erst auf Werkstatt. Und. Naja, mit Napoleon jetzt einen Krieg eingehen. Soweit bin ich gerade noch nicht. Wollte das eigentlich ein bisschen ruhiger fahren. Tut mir leid, im Moment kein Interesse. Dass die mal mich alle zum Krieg machen brauchen. Also nicht. Naja, gut. Anscheinend habe ich eine gute Armee, aber nicht gut genug, um jetzt einen Krieg wieder anzufangen. Zum Verteidigen, ja, aber außer es geht gegen die. Zulu müssen ganz ruhig sein heute. Ach, die handeln wir mit mir. Russische Karawane. Ja, finde ich auch. Den behalten wir. Franzosen behalten wir wohl. Ach, da habe ich auch noch welche stehen. Ach ja, ich wollte mich glaube ich nach da weitersiedeln. Ne? Auch wenn da Ende der Karte ist. Jo. Na, das ist schön. Lass mal die abknallen. Wir sind ja schon tot. Oh. Gut, also. Wissenschaft. Was hatte ich gehört? Bildungswesen. Physik, Stahl, Maschinen. Ich muss jetzt auch gerade gucken, was mir jetzt am meisten hilft. Ich glaube fast eher das Bildungswesen. Nein, erst das Bildungswesen. Wir möchten ein bildungsstarkes Land werden. Land der Shoshone. Der gebildeten Shoshone. So. In der Stadt. Kornspeicher, du sollst ein bisschen schneller wachsen. So, dann gucken wir nochmal. Ja, genau, Herr Blauzahn. Salz, und du gibst mir wieder Geld pro Runde und auf den ganzen. Nehmen wir an. Sag doch, ihr finanziert meine Armee. So, und du? Modernisierung bauen. Da will ich mich auch nicht noch drauf. Ach, du bist auch noch. Kannst auch noch befördert werden. Ja, schön. Im offenen Feld. Ich glaube. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt erstmal Abwehrleistungen bringen.
ist schön. Das war's dann mit den Barbaren in meinem Land. Na gut. Streitwagen, Bogenschütze da vorne ist auch noch. Ja, ich muss mal die Barbaren so ein bisschen vertreiben hier. Ein Pferdnäser habe ich auch noch. Der läuft da rum und sagt nix. Herr Junge, der Junge. Weil sie sich in eine Höhe erhebt, um es dem Himmel gleich zu tun. Und als ob sie zwischen den anderen Gebäuden aufsteigt, steht sie in der Höhe und schaut auf den Rest der Stadt hinab. Und schmückt sie, weil sie ein Teil davon ist. Doch sie erblüht in ihrer eigenen Schönheit. Ja, das finde ich wieder nett gesagt. Das finde ich wieder sehr nett gesagt. Eine große Persönlichkeit. Hey, ein Priester, Prophet. Ja, gucken wir gleich mit dem. Erstmal. Du kommst nach da. Und du kannst mal da unten ein bisschen gucken, was da ist. Monaco keine Freunde mehr. Na gut. Das ist das mit den Stadtstaaten, das kommt noch. Es kommt weiter, also ein bisschen später im Verlauf. Halt ich am Anfang immer so ein bisschen ganz ruhig. So, großer Prophet. Ich kann meine Religion verbreiten. Ich kann hier irgendwie eine heilige Stätte bauen. Meine Religion ist schon ziemlich verbreitet. Eva hat sie noch nicht. Malakai hat sie noch nicht. Selbst die Franzosen haben sie. Kiefer. Na gut, dann komm her. Verbreiten wir ein bisschen meine Religion. Wir glauben an die heilige Schlumpfbeere. Ja, das wird interessant. Was haben wir hier? Wenn es dann erstmal so weit ist, dass man alles hat, dass man gar nicht mehr weiß, was man wo man dann gar nicht mehr weiß, was man machen soll, weil man nichts bauen kann, dann hast du es geschafft. So. Wir wollen Zirkus, wir brauchen Zufriedenheit. Eine Bibliothek. Und wir haben schon wieder so viel Geld. Bautrupp und ein Siedler bauen. Die warten dann noch auf ihren Siedler. Dann machen wir den doch. Und dann bauen wir hier noch einen Bautrupp. Wir wollen ja ein wenig vorankommen. Und Geld kriegen wir einiges. Also 71 pro Runde. Wenn wir 5 Runden Bautrupp bauen können, das ist schon. Das ist schon ganz gut. Ja,
Ja, der Bautrupp modernisieren. Ja. Der Siedler soll dahin. Du sollst auch noch mal ein bisschen aufdecken. So. Hm, wir sind Freunde. Hm, hm? Das ist schön, das ist schön. So. Produktion, ja. Das sind immer so eine Sachen. Machen wir da erstmal Stellung. Ein bisschen höhere Produktion. Kann ich die Sachen schneller bauen. Auf jeden Fall. Was ist denn ein Problem? Du sollst hier hin. Okay, so sch. Mhm. Ach ja, die Polen haben wir mit uns. Auf den Grenzen und so. Die dürfen dann auch durch. Wachsende, sag mal gut. Da ist jetzt schon Ende. Okay. Also um euch das mal zu zeigen, hier, das ist das eine holde Ende der Karte. Und dann hier diese Wolkenfabrik, das ist das andere holde Ende der Karte. So sieht das dann aus. Ach, da haben wir meinen Katapult noch. Ja. Muss eh gleich zwischendurch mal gucken, ob ich meine Soldaten mal wieder aufwerten kann. Silber, auch wieder Gold pro Runde und offene Grenzen. Mach mal, wir sind eh befreundet. Da sagt man nicht nein. Dann erstmal mein netten Propheten da ein bisschen weiter hinschicken. Ziemlich nah. Ja, noch ein Barbarenlager. Genau bei mir an der Grenze. Das finde ich nicht schön. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Erstmal das Monument. So, du bringst uns jetzt erstmal Kultur ein. Wir möchten jetzt Kultur haben. Dann bringen wir das zu Ende. Der ist tätig. Und dann sieht das schon besser aus. Auch weg. So, was haben wir hier denn noch so rum? Okay. Ah, wir sind immerhin schon bei 1100 nach Christi. So, der muss nur
hier in der Nähe von der Stadt und kann dann Religion verbreiten. Predigen die da ein bisschen und dann habe ich da meine Anhänger. Da unten habe ich auch noch einen. Cool. Wo ich überall noch Streuner rumflitzen, schon interessant. So, was bauen wir hier? Erstmal eine Werkstatt. Eine Werkstatt erhöht die Produktion. Durch erhöhte Produktion kann ich die Sachen besser bauen, schneller bauen. Oh, hier genau das gleiche. Kann ich die Wunder nachher auch besser und schneller bauen. So, da gehen wir. Gehen wir erstmal auf Stadtmauern, das ist meine Außenstadt da. Muss ein bisschen gesichert sein. Nehmen wir erst das ein. Da sind wir gleich durch. Gleich wieder 40 Gold. Dann kommen wir hier. Streitbogen, Bogenschützen. Streitwagen, Bogenschützen, nicht Streitbogen, Bogenwagen. Machen, dann. Schön. Ich hab das bei Efe zerstört, hab da auch wieder Einfluss bekommen. Das ist immer gut. Deswegen macht es auch mal Spaß, die Barbaren zu zerstören. Das ist schon. Hat auch seine positiven Sachen. Как тебе понравится, если я предложу такое? So, dann haben wir jetzt sowas wie ein Geschenk. Gut, es ist Wein. Ich glaube, davon haben wir auch reichlich. Und wir haben einen Freundschaftspakt, den wir natürlich auch gerne wieder erweitern würden danach. Also, wenn es nicht dauerhaft ist, nehmen wir das jetzt einmal an.